Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind bereits in Folge 508 und ich stehe schon wieder in der Nähe von der ersten Mod. Genau, da sieht's aus. Wir fangen jetzt mal mit einem einfachen kleinen Häuschen an und dann gibt es bis zum Drescher und allen drum und dran ist alles dabei heute. So, wir gucken einfach mal. Das hier sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ein Schuppen, Holztexturen sind soweit okay. Wir haben hier ein schönes Abflussrohr von der Dachrinne oben. Das sieht auch nicht schlecht aus. Wir haben hier wahrscheinlich ein schönes Tor mittig. Gehen beide Seiten auf. Irgendwie geht nur die eine Seite. Ne, es geht auch die zweite Seite auf. Ah, ist auch eine Durchfahrtsvariante, wenn man will. Also, ein schönes kleines Hüttchen hier. Komplett Holz in. Wir haben Tore, die auf beiden Seiten aufgehen, so wie es aussieht. Wahrscheinlich stehe ich nur an der falschen Stelle. Ja, sieht so aus. Oh, die Seite hier geht nicht auf. Doch, ich war zu weit gelaufen. Ja, genau. Also, kann man komplett einmal durch, einmal rum, einmal ran und Regengossen sind dran. Hier vorne das Ganze ein bisschen überdacht. Ja, warum nicht, ne? Also, wer so ein kleines Häuschen sucht, gesucht, gefunden, sage ich da nur. Und wir gehen einmal hier hinten auf den Shop, gehen auf Hallen, da sehen wir das gute Stück. 40.000 kostet es und dann 10 am Tag, wer es haben möchte. Also, verdammt gut teure Regengossen. Ne? Also, wer will, der tut's. So. Ich würde sagen, wir hüpfen gleich mal weiter. Ich werde jetzt hier gar nicht groß stehen bleiben, sondern einfach gleich mal Richtung Feld rennen. Ich habe nämlich eine Sache auf dem Feld stehen. Die machen wir einfach mal zuerst. So. Da kommen wir schon. Da sehen wir das gute Stück schon. Und da sind wir dagegen gelaufen. Das sieht man von hier schlechter. Da sieht man ein bisschen was. Also Villa haben wir hier wieder mal am Start. Kippt mal eine Runde rein und klappt das gute Stück mal auseinander. Das seht ihr mir selber. So kommen wir auf die richtige Arbeitsbreite. Schön die Hydrauliken fahren auseinander. Hier auch selbst bis zur, ne, seht ihr, kleinsten Typenbezeichnung ist alles drauf. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ich sehe jetzt die Typenbezeichnung vom Gerät so selber nicht. Deswegen zeige ich es immer so. Das ist, ne? Das ist die SXH319PH. Wir klemmen das gute Stück mal wieder an. Ja, ihr seht selber, mit der Walze, allen drum und dran, ist das schon ein ordentliches Kaliber. Und wir machen das Ganze mal an und sehen, alles bewegt sich, alles tut, alles macht. Hier die äußere, die will nicht ganz so, die mittlere dreht mit, die dreht mit, das hängt wohl ein bisschen mit den Unebenheiten zusammen. Aber ihr seht selber, sonst soweit, die backen hier alles. Machen wir den Helfer aus. Ihr seht jetzt nochmal, also texturmäßig, alles super, alles so wie es sein soll, ne? Also schönes Ding. So, wir gehen mal eine Runde in den Shop, werden uns das gute Stück mal angucken. Ich glaube, das finden wir unter... Nein, falsch. Da haben wir es. Unter Grubber ganz normal. 16.805. Ich weiß nicht, warum der krumme Preis. 200 PS braucht es, klar. Wird reinweg komplett durchgezogen und hat auch eine ganz schöne Arbeitstiefe. Deswegen auch die hohen PS-Zahlen. Wie gesagt, das Schöne an der Geschichte ist, dass man es gut transportieren kann, trotz der 4,90 Meter Arbeitsbreite. Ne, weil man es einfach zusammenklappt und dann auf knapp 4 Meter kommt, knapp 3 Meter kommt, weil man fast einen Meter jeweils links und rechts ausklappt. Also, schönes Ding. Gibt es auch nur so in der Form, wie ihr seht, auch nur so in der Farbe. Aber ich finde es gelungen. So, okay, damit haben wir schon mal Nummer 2. Wir sehen da vorne schon Nummer 3, 4 und im Hintergrund auch 5. Also 5 Stück sind heute am Start. Wir laufen jetzt als erstes mal auf einen Horsch zu, wenn ich mich nicht täusche. Und da haben wir das Gute auch schön. Da steht es auch schon dran und da steht auch schon die Typenbezeichnung. Wir sind beim UW160. Wenn ihr euch wundert, sieht der denn so komisch, ranzig, alt aus hier, zeige ich euch zuerst im Shop. Ganz einfache Geschichte. Überladewagen. Wir gehen ganz ans Ende. Da seht ihr das gute Stück. Und so sieht es auch furchtbar gebraucht aus. Bloß wenn man hier auswählt, kann man das auch in neu haben. Also wenn ihr lieber sagt, nee, also so, weiß ich nicht, sieht nicht so rosig aus. Ne, aber ihr seht es ja immer schön, das ist alles schön blass gemacht hier. Auch hier vom Typenschild. Ne, sieht man richtig schön mal abgeschmirgelt, hätte ich fast gesagt. Ist halt ein Überladewagen, 20.000 Liter am Start, ne? Und kostet 22.000, was eigentlich sehr günstig ist. Übernimmt die normalen Früchte, könnt ihr aber auch natürlich sowohl Dünger wie auch Saatgut mit auffüllen oder überleiten oder whatever halt. Finde ich also schon mal sehr, ein zu viel gedrückt, klar, sehr gelungen. Ne? Ihr seht es auch hier richtig schön, so die schmutzigen Eckchen dran, ne? Einachser, Leiter dran, ihr seht selber, Verkabelung ist auch alles da. Wir haben mit N schön die Plane abzunehmen, die dann auch aufgerollt wird. Ihr seht selber, das ist ein schöner Bügel, der auch komplett rüber geht. Ne? Also sehr gelungen, muss ich sagen.
Wenn wir jetzt das Licht anmachen, dann sehen wir, wir haben hier auch Arbeitsleuchten dran, und zwar sowohl am Gerät selber, wie auch, wenn wir es dann ausfahren, ihr seht, das wird nicht geklappt, das ist ein komplettes Stück, wie auch hier am Rohr. Ihr seht vorne, hinten Arbeitsleuchte und auch am Rohr hier die Arbeitsleuchte. Also eine sehr schöne Geschichte, auch wenn ihr mal mitten in der Nacht unterwegs seid und sagt, ja, da muss die Seemaschine noch ran, aber sie ist leer, dann mal ran damit, sag ich nur. Also schönes Ding, kann man nicht anders sagen, deswegen habe ich hier nochmal das Licht angeschmissen. So, wieder rangeklappt, alles ab, alles fertig und ja, da haben wir schon, ne? So simpel sieht es aus. Ich würde sagen, hey, auch schön hier, den, schön alt gemacht, also finde ich sehr gelungen, muss ich sagen. So, wir kommen zum nächsten, das ist nämlich der wunderschöne oder geschmackssachenmäßiger Hänger hier. Fortuna sieht soweit texturmäßig gut aus, ob das hier unbedingt so die super Art ist, dass das jetzt von der Strebe da getrennt wird, weiß ich nicht. Geschmackssache. Ne? Hier schön mit Leiter dabei. Ne, ihr seht hier auch Metallsachen, alles richtig. Hier auch hinten schön die Klappe, ne? Kornschieber, alles da. So wie es sein soll. Hier auch die Blechgeschichten und die Kanten hier dran. Ne? Hier auch die Übergänge, wie es festgemacht ist, ne? An der Strebe. Sieht also gut aus. Ist ein schöner Dreiachser. Auch da fange ich mal eine Runde an, euch den zuerst im Shop zu zeigen. Wir gehen ganz normal unter Hänger. Ganz ans Ende, da seht ihr das gute Stück. 65.000 kostet, ist der FTM 300-8.0. 250 PS braucht er, nimmt so ziemlich alles mit, was ihr mitnehmen könnt. Hier, was auf der Karte auch eingetragen ist. Ist eine Standardkarte, wahrscheinlich würden sonst noch andere Früchte hier stehen. Je nachdem, was für eine Karte ihr fährt. Und hat halt 53.000 Liter bei 65.000, was ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist, finde ich. Normal sage ich ja, ein Schnäppchen ist es auf jeden Fall, wenn es 1.000 für 1.000 ist, also 1.000 Liter für 1.000 Euro. Hier ist es knapp drüber, aber immer noch okay, muss ich sagen. Wir haben jetzt hier Reifenvarianten noch zu wählen und auch Hersteller. Belichemin, Friedrichstein, bleiben uns halt nur die Standardreifen, und bei Trelleborg haben wir auch noch Breitreifen zur Auswahl. Farbe an sich bleibt, das ist das Fortuna Grün. Fortuna kenne ich noch von Feelstar Modding, die haben das damals gemacht und da habe ich auch mal das Set auch benutzt und auch Fortuna Sachen benutzt, glaube ich, auf der Borcher See. Also da gab es auch viel Fortuna, fand ich auch mal sehr schön. Daher ist mir das Ganze noch gut geläufig, habe schon manche Kurve mit gedreht sozusagen. Also wie gesagt, ein schönes Ding, vor allen Dingen für den Preis, kann man nicht anders sagen. Ne? Wir sind hier bei knapp über 1000 Euro pro Liter, das ist also ganz okay. So, ja, das war schon Mod, ja genau, sprechen muss man auch können, Mod wollte ich natürlich sagen. Hier nochmal auch die ganzen Sicherheitsschilder, ne, das Fortuna-Schild, habe ich noch fast vergessen zu zeigen, und hier die Sicherheitshinweise. Also alles da, funktioniert sie gut aus. Ne? So, damit kommen wir jetzt zur letzten Mod des Tages für heute, aber das ist auch ein bisschen was Größeres. Ist nicht die größte Variante, ihr seht selber, das hat das Vario 1350 hier dran, wird manchmal angegeben mit 13 Meter, manchmal mit 1350. Ich meinte eigentlich, es wären 1350. Hier ist es mit 13 Meter angegeben, aber um das gute Stück geht es auch gar nicht, sondern es geht um das gute Stück hier, nämlich den Klaas Lexion 2080. Das ist wohl eine Variante. Ich weiß nicht, ob sie jemals so in echt auf den Markt gekommen ist. Das lief als Prototypgerät und ich glaube, ich als Prototyp-Mod gemacht worden, weil danach kam ja die größere Reihe, die wir ja, zeige ich mal im Shop, das ist mal das Einfachste hier, bevor ich mich hier einen Wolf laber. Ne, wenn wir jetzt die anderen Sachen sehen, danach kam ja die 8900er Reihe hier. Die hat ja 18.000 Liter, wie ihr seht, und 790 PS. Und die Variante, die Prototype ist schon, glaube ich, ein bisschen älter. Da hat es mal halt 17.000 Liter gehabt und 726 PS. Ich hege mal die Vermutung, dass das die Variante ist, die auf dem hier basiert. Ne? Ihr seht jetzt selber, ich kann hier auch normal Reifen auswählen, so wie ihr es jetzt hier seht. Ne, hab aber auch hier die Bandvariante, wie ihr sollt. Ne? Wir haben designmäßig verschiedene Nummerierungen, die wir durchgehen können. Und auch verschiedenste Aufkleber, 100 Jahre mit Fähnchen, ohne Fähnchen, wie man es haben will. Ich habe mal das pure Gerät dementsprechend hingestellt. Hier sind wir halt bei 488.000, wenn wir das Zubehörzeug anschmeißen. Ne? Hier gibt es kein Zubehörzeug, sind wir bei 489.500. Man wird wahrscheinlich jetzt eher auf den neueren hier zugreifen. Vor allen Dingen, weil er ja auch die 1000 Liter mehr drin hat für dann ungefähr den gleichen Preis. Ne? Also wie gesagt, das ist jetzt, wer mehr auf die besondere Art steht. Ne? Was mich ein bisschen ärgerlich stimmt, ist hier, dass die Reflektorengeschichten hier so undeutlich sind. Weil, ne, auch das hier, weil das gibt es auch dementsprechend schon schöner, muss man sagen. Ne? Das hier ist noch die Lexion 700-Reihe als Nummernschild. Da sieht man also schon, dass da ein bisschen was dran gedreht worden ist. Aber hier an der Seite sieht das sonst so echt brauchbar aus. Ne?
Also wer möchte, warum nicht? Ne? Vor allen Dingen für die interessant, die jetzt die Platinum Edition jetzt selber nicht haben natürlich. Ne? Klar, da kann ich das durchaus nachvollziehen. Ja, so sieht das gute Stück dann aus. Ich mache hier mal eine Runde den Lichttest. Da seht ihr selber, da kommt dann einiges an Licht zusammen. Wenn wir die Strahler hier alle zählen wollen, dann wären wir da morgen noch bei. Selbst hinten raus haben wir 4 Stück. Und wir haben natürlich auch noch die Beleuchtung. Na, ich klappe das Ganze hier mal auseinander. So, okay, so sieht das ganze Stück auf. So, klappt das Rohr mal aus. Da seht ihr nämlich hier auch schön das Licht wandern, weil auch der hier ist beleuchtet, was natürlich eine Nachtarbeit durchaus interessant macht dann. Ja, so sieht das gute Stück aus. Wir gucken das Ganze nochmal von innen an. Da sieht es normal aus, sage ich mal so. Hier mache ich das Licht an. So, Licht aus. Wenn ich den Motor anmache, seht ihr selber, Joystick hat kurz geruckt. Wenn ich dann Licht anmache hier, dann sieht es allerdings noch mal genauso aus, muss ich zugestehen. So, ich mache ihn mal wieder aus. Wir machen mal die Hilfe an und dann sehen wir haben ja auch noch eine Steuerung. Die ist dann einfach hier um, so sieht man es besser. Die ist natürlich dann hier, um die Einstellung zu machen beim Schneidwerk. Und das hier ist für die Tür. Sollte ich mal rumdrehen. Die Tür könnt ihr auch auf und zu machen. Also das sind noch zwei Maussteuerungen, die dementsprechend noch drin sind. Klar, das andere ist einfach das Rohr anschmeißen, ne, die Maschine an sich anschmeißen. Das geht natürlich nicht, weil ich ihn ausgemacht habe, aber das zeige ich euch gleich nochmal. Ich werde jetzt hier mal eine Runde die Hilfe ausmachen, gehe ein Stück zurück und werde ihn jetzt mal anschmeißen. Dann kann ich hier mal eine flotte Runde drehen. Ja, ist auch zackig, wenn ich unterwegs, kann man so sonst nicht sagen. Und jetzt kommt als Sound doch mal das Laufwerk dazu, das Mähwerk dazu. Ne? Ja, muss ich jetzt aufklappen, okay. Dafür muss ich wahrscheinlich erstmal draufschalten. Da hinten klappt es auf, ne? Habt ihr gesehen? Die Jungs sind hochgekommen. Und jetzt können wir es auch anmachen. Ja. So läuft das Ganze. Also durchaus eine schöne Sache, muss ich sagen. Ich zeige euch natürlich noch eine Sache extra. Es war jetzt kein Schneidwerkwagen dabei, noch kein Gebiss. Den Drescher habe ich euch schon gezeigt. Eine Sache möchte ich euch nicht vorenthalten. Das ist das Schneidwerk, was dabei ist. Das ist nämlich dann hier angegeben mit 13 Meter. Ich glaube, das 13,50 heißt tatsächlich 50, weil es 13,50 Meter ist normalerweise. Das ist dann für die Standardfrüchte, Maisgebiss und so. Das müsst ihr halt dann die Universalteile dann nehmen. Ne? Verhältnis gesehen, 12,30 Meter ist das, was beim 8900er dabei ist. Aber ich glaube, von der PS-Zahl könnte der 8900er auch das 1350 dementsprechend bedienen. Wäre also dann vielleicht gar nicht mehr so schlecht, wenn man die Mod drin hat, aber sagt, ey, ich möchte lieber den, ne, den 8900er benutzen. Vielleicht kann man den ja mit dem Schneidwerk hier benutzen. Ich habe es noch nicht probiert. Würde einem ja auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Arbeitsbreite geben. Ne? So, damit habt ihr das auch gesehen. Ja. Was soll ich sagen? So sieht das Ganze aus. Ne? Hier stehen wir nun und singen. Nein, hier singen wir natürlich nicht, aber hier stehen wir nun und sind am Ende der Folge. Genau sieht es aus. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.